Mein Name ist Thomas Gelder, 52 Jahre alt und ich bin Bevollmächtigter der Geschäftsstelle IG Metall Leer-Papenburg. Was macht mein Beruf aus? Ich glaube, er ist auf der einen Seite vielseitig. Wir können gestalten als IG Metall und ich glaube, ganz wichtig im Vordergrund ist, dass man in meinem Beruf mit vielen Menschen zu tun hat. Das heißt, die sozialen Kontakte in meinem Beruf ist ein ganz wichtiger Baustein und ein wichtiger Baustein und ich glaube, das macht so ein bisschen meinen Beruf aus. Ja, ich glaube, Respekt ist erstmal ein ganz wichtiger Begriff, den man, glaube ich, gerade in dieser Zeit wieder ganz nach oben stellen sollte. Weil Respekt, finde ich, fängt schon dabei an, dass man respektvoll miteinander umgehen soll. Das heißt, Respekt ist für mich auch keine Einbahnstraße. Ich möchte selber von allen anderen respektvoll behandelt werden dann. Ja, aber es ist auch wichtig, dass ich andere, meine Mitmenschen, nochmal mit Respekt behandle. Und ich glaube, Respekt hat auch damit zu tun, dass man Menschen mit einer anderen Glaubensrichtung oder mit einer anderen Religion oder auch mit einer anderen sexuellen Ausrichtung auch respektieren muss. Das ist ein Teil. Und ich glaube, da hört Respekt einfach nicht auf, sondern Respekt erleben wir auch in der Arbeitswelt. Und ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle auch nochmal den Respekt der Betriebsräte, der Vertrauensleute in den Betrieben nochmal, die sich wiederum für die Arbeitsbedingungen ihrer Kolleginnen und Kollegen nochmal einsetzen. Das ist ganz wichtig und aufgrund der Pandemie, ich glaube, das darf man an der Stelle auch nochmal deutlich sagen, dann habe ich Respekt für die Menschen, wo die Politik applaudiert, nach meiner Auffassung schon zweimal applaudiert hat und die trotzdem bereit sind, dass, obwohl ihre Bedingungen nicht verändert werden, dann tagtäglich ihr hohes Risiko bei ihrer Arbeit einsetzen, um uns allen durch die Pandemie zu helfen. Ich glaube, auch das hat viel mit Respekt zu tun.